So generierst du jetzt sofort den ersten Kunden für deine eigene Social Media Agentur. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in diesem brandneuen Video auf dem SMMA TV Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte dir heute konkret beschreiben, wie du, wenn du noch recht neu mit deiner Agentur bist, wie du wirklich an deinen allerersten Kunden kommst, um wirklich ja mit deiner Agentur erfolgreich reinzustarten, um den Kunden natürlich auch operativ direkt gute Ergebnisse zu liefern und um dann natürlich auch direkt gut weiterempfohlen zu werden, damit du direkt deine nächsten paar Kunden sammelst. Bevor ich dir jetzt aber konkret erkläre, wie das Ganze funktioniert, gibt es natürlich auch wieder in diesem Video hier eine Bluelight-Brille zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist nur einmal hier unter dem Video einen Kommentar schreiben, das Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst du auch kein Video mehr. Und dann werden wir direkt wieder im nächsten Video auslosen, wer die Brille gewonnen hat. Und wie gesagt, an alle ganz, ganz wichtig, den Kanal abonnieren. Ich sehe immer noch, dass ca. 80-90% der Leute, die hier die Videos schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Aber hier gibt es 2 Videos pro Woche zum Thema Agenturaufbau, Agenturskalierung und Social Media Marketing. Deswegen abonnieren, so verpasst du auch kein Video mehr. Ansonsten starten wir jetzt auch wirklich direkt rein und kommen auch zum allerersten Punkt, und zwar allgemein würde ich dir empfehlen, deine allerersten Kunden, ihr wisst es, über euer Netzwerk zu generieren. So, du gehst wirklich an deine Verwandten, an deine Freunde, an deine Eltern und so weiter und du schaust wirklich, dass du jemanden findest in deinem Netzwerk, der ein Unternehmen hat oder jemanden kennt, der ein Unternehmen hat und der wirklich deine Dienstleistungen brauchen könnte. Wie zum Beispiel ein Unternehmen, das aktiv Mitarbeiter sucht oder aktiv neue Kunden sucht oder allgemein mehr Reichweite im Internet aufbauen möchte. So, das wäre für dich eigentlich die allerschnellste und einfachste Lösung, um an den ersten Kunden zu kommen, weil dieser Kunde ist warm. So, du hast eine Verbindung mit dem und wirst dementsprechend auch sehen, dass der Kundentermin viel einfacher wird, dass allgemein es für dich viel einfacher wird, diesen Kunden abzuschließen. Das wäre der einfachste Weg. Aber ich kenne euch, es gibt viele, die sagen so, ja, nee, sie haben niemanden im Netzwerk und so weiter. Und deswegen habe ich natürlich auch hier noch eine Strategie für euch, die wirklich für jeden funktioniert, auch für jemanden, der sagt, er hat kein Netzwerk. Und zwar, du gehst wirklich einfach bei dir lokal zum Kiosk und kaufst im Endeffekt die Tageszeitung oder halt eine Zeitung, wo die ganzen Stellenanzeigen drinnen sind. Bei uns zum Beispiel, hier heißt das das Gelbe Blatt. Das können bei dir irgendwelche anderen lokalen Zeitschriften sein, wo wirklich Stellenanzeigen von Unternehmen drinnen sind, die aktiv Mitarbeiter suchen. So, dann packst du diese ganzen Stellenanzeigen, diese ganzen Leads, diese ganzen Kontakte einmal in eine Excel-Liste, schreibst sie dort wirklich alle rein, nimmst einfach nur dein Handy und fängst an, diese Leute, diese Geschäftsführer, diese Unternehmen, die wirklich Mitarbeiter suchen, anzurufen, erklärst ihnen, dass du durch Zufall auf die Stellenanzeige gestoßen bist, dass du allgemein ihnen helfen kannst, die Mitarbeiterstelle zu füllen, wie es denn aktuell aussieht, ob sie denn schon viele Anfragen generieren, so, ob viele Bewerbungen reinkommen, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, nee, ist aktuell schwierig. Kannst du sagen, ja, genau das hören wir total oft von unseren Kunden, dass sie über die Zeitung keine neuen Mitarbeiter mehr erfinden oder keine Qualifizierten sich melden und so weiter. Und wie gesagt, ich habe zufällig ihre Stellenanzeige in der Zeitung gesehen. Ich bin auch hier aus dem Ort und ich könnte ihnen helfen, diese Mitarbeiterstelle zu füllen. Wann passt sie denn am besten für einen Termin? Wie sieht es denn bei Ihnen am Mittwoch 15, 16 Uhr aus? Das heißt, du schreibst dir diese Leads raus, rufst diese Leads an, machst mit dem direkten Termin aus und kannst dann in diesem Termin dem Kunden direkt dein Produkt verkaufen. Wichtig hier ist, Mitarbeiterakquise zu verkaufen, ist tendenziell wirklich eigentlich relativ einfach, denn der Kunde hat Bedarf, wenn der auch eine Stellenanzeige in der Zeitung geschalten hat, hat er meistens auch das Budget dafür und für dich eigentlich perfekt, er hat eigentlich keine Ergebnisse bisher erzielt, das heißt, du hast auch nochmal den Schmerzpunkt. Das bedeutet, du kannst mit deinem Paket direkt reingehen, kannst für diese Mitarbeiterakquise-Kampagne, die du verkaufst,
kannst du ungefähr zwischen 1.500 bis 2.000 Euro verlangen und kannst direkt somit deinen allerersten Kunden generieren. Ansonsten, wenn du sagst, hey, du willst allgemein wirklich mal wissen, wie kommt man an Kunden, was kann man denen konkret verkaufen und so weiter, dann schreib mir das Ganze gerne mal unten in die Kommentare, dann gehe ich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Punkte ein. Aber ansonsten, leg spätestens jetzt los, warte nicht auf irgendwie eine Erfolgspille oder ein Erfolgsgeheimnis, um den ersten Kunden zu bekommen. Er wird nicht einfach an deiner Tür klingeln und sagen, hey, ich will dein Kunde werden. Von dem her, geh wirklich aktiv ins Tun und ich hoffe, dir hat das Video schon mal gefallen. Wenn du allgemein wirklich meine Hilfe möchtest, um deine Agentur von Anfang an richtig aufzubauen, mit den richtigen Strukturen und so weiter, dann check gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich unter anderem für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen und dann werde ich dir dabei helfen. Dann hören wir uns schon die nächsten Tage. Ansonsten spätestens jetzt hier diesen Kanal abonnieren, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.